Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Kann man eigentlich schon irgendwo Wetten darauf abschließen, wie oft die Griechen in den nächsten Monaten noch zur Wahl gehen müssen, damit endlich eine stabile Regierung gebildet werden kann? Und was ist eigentlich der große Vorteil einer stabilen Regierung? In den letzten 15 Jahren haben Sozialisten und Konservative in Griechenland abwechselnd wunderbar stabile Regierungen gebildet. Und das ist dem Land ja auch ausgezeichnet bekommen. Insider sagen, Griechenland wird seit Jahrzehnten von zwei, drei großen Familiendynastien beherrscht, die beide großen Parteien fest im Griff haben und in einem quasi demokratisch legitimierten Mafiasystem eine florierende Vetternwirtschaft betreiben. Diese Elite hat das Land stabil in den Ruin geführt. Wen wundert's, dass viele Griechen von diesen stabilen Verhältnissen die Schnauze gestrichen voll haben? Stabile Verhältnisse, in denen die Reichen mehr oder weniger gar keine Steuern bezahlten und das Volk mit Wahlgeschenken bei Laune gehalten wurde. Dass diese Wahlgeschenke mit Schulden finanziert wurden, ist erst aufgefallen, als die leicht beschränkten Beschenkten die Zinsen für die Geschenke nicht mehr erwirtschaften konnten. Mittlerweile hat Griechenland 350 Milliarden Euro Staatsschulden. Gleichzeitig sollen etwa 200 Milliarden Euro griechischer Schwarzgelder bei jener berühmten europäischen Hehlerbande versteckt sein, die offiziell Schweiz genannt wird. Und natürlich kommen weder die Elite des Landes noch die EU-Troika auf die Idee, das Land dadurch zu sanieren, dass man den reichen Raubrittern ihre Beute wieder abnimmt. Nein, das Fußvolk soll gefälligst die Geschenke wieder rausrücken und gleichzeitig samt Zinsen abbezahlen, während die Raubritterelite einfach so weiterleben und regieren darf wie bisher. Aber jetzt beginnt das gemeine Volk, den tieferen Sinn des Wortes gemein zu begreifen und nimmt sich das ungemein demokratische Recht heraus, Parteien zu wählen, die die sinnlosen und ungerechten Sparpakete ablehnen. Denn seit zwei Jahren sparen die Griechen wie verrückt und alles, was sie erreicht haben, ist, dass die Wirtschaft mehr oder weniger kollabiert ist und die Arbeitslosigkeit mit immer neuen Schulden um die Wette steigt. Jetzt heißt es, Europa könne eine Pleite Griechenlands verkraften. Denn das ist der Unterschied zwischen einer Bank mit knapp 1.500 Mitarbeitern, die um jeden Preis gerettet werden muss, und einem 11-Millionen-Volk, dessen Schicksal keinen wirklich interessiert. Die Bank ist systemrelevant. Bis neulich.